Wir haben Glück, wenn Menschen, die sehr bekannt sind, Gutes für die Welt tun. Und einer davon ist heute zu Gast. Ihr kennt ihn als Profifußballer, er ist noch so viel mehr. Herzlich willkommen, Neven Subotić. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, vielen Dank. Es geht mir gut. Ich bin endlich mal ausgeschlafen, hatte gestern eine längere Zugfahrt hinter mir von München nach Berlin und ich bin jetzt in Berlin. Und auch ganz cool, 30. Etage am Alexanderplatz. Also ich kann jetzt schön nach Nordosten schauen. Ist schön, da habe ich früher auch gewohnt. Nice. Ja, du hast ja schon in einigen Städten gewohnt, des Fußballs wegen. Aber zuerst lass uns über deine Stiftung sprechen. Mensch, 2022 gibt es die schon 10 Jahre. Erzähl mal, wer davon noch gar nichts gehört hat, was machst du? Ich bin nur ein Teil des Ganzen, aber vor 10 Jahren habe ich das gegründet mit der Überzeugung, dass wir uns nicht nur irgendwie einsetzen sollten, da wo wir gerade wohnen, leben oder wo unsere Familie unbedingt nur herkommt, sondern uns global gesellschaftlich engagieren und auch da an den größten Problemen, die wir haben als Menschheit und eins der größten, der tagtäglich über 1000 Kinder nicht erlaubt, ihren 5. Geburtstag zu erreichen, ist halt der Zugang zu sauberem Wasser. Weil Menschen müssen noch 3, 4, 5, 6 Stunden tagtäglich gehen, um an Wasser zu gelangen. Das ist häufig nicht sauber. Wir möchten das ändern, denn es ist ein Menschenrecht. Und deshalb schaffen wir eben Zugang zu sauberem Wasser durch Brunnen, primär dann in Äthiopien, Kenia und in Tansania. Das machen wir in Gemeinden. Und auch an Schulen, weil beide Orte sind wichtig und auch der Grundstein für ein besseres Leben. Definitiv. Und 2019 gab es dafür vom Europäischen Parlament den Silver Rose Award. Das ist natürlich immer schön, wenn es so eine Preise gibt. Bargeld wäre dann natürlich besser. Wie kann man denn deine Stiftung unterstützen, wenn man sagt, das ist toll, ich will da helfen? Verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, am einfachsten ist es natürlich, auf unsere Website zu gehen und zu spenden. Wir haben Spendenformulare und am besten nicht nur einmal spenden, sondern dauerhaft, weil nachhaltig spenden, das hilft uns mit der Planbarkeit auf jeden Fall. Und jetzt zum Jahresende ist es natürlich dann auch geboten zu gucken, was das Jahr noch an sich über hat, sozusagen. Dazu haben wir auch vor allem im Raum NRW die Möglichkeit für ein ehrenamtliches Engagement, wo wir dann auch die Leute ab und zu einladen können zu Veranstaltungen, was leider auch momentan, auch im letzten Jahr, einfach sehr schwierig war. Und das Dritte, die dritte Option ist einfach selbst aktiv zu werden, selbst auch zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Ich kann in meinem Freundeskreis mal dazu sensibilisieren und das auch thematisieren, dass eben knapp 800 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und wir uns dagegen einsetzen können. Dazu kann man auch eine Spendenaktion mal ins Leben rufen, ob es für Geburtstag ist oder auch im Rahmen der Weihnachtsfeier oder anderen Feiern. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich also auch inhaltlich mit auszutauschen beziehungsweise das zu beleuchten, weil das ist dann noch ein wichtiger blinder Fleck in unserer Gesellschaft, dass wir noch sehr viel nach innen schauen und sehr wenig nach außen. So können wir natürlich nicht in die Zukunft reingehen. Das ist ein sehr guter Aspekt, weil es gibt da draußen viele Familien, die sich gegenseitig jetzt nichts mehr zu Weihnachten schenken oder auch Freundeskreise. Da vielleicht wirklich mal sagen, ey, lass doch alle, pack mal was zusammen und geben das an eine Stiftung, vielleicht an die von Neven. Und dich kennen wir natürlich alle aus dem Fußballbereich. Und jetzt frage ich mich natürlich nach so vielen krassen Erfolgen und Jahren in diversen Ligen. Welches war denn für dich das schlimmste Jahr deiner Fußballkarriere? Oh, da kommen ein paar ins Gedächtnis. wieso? Weil ich hatte einerseits natürlich ein schwieriges Jahr mal mit dem BVB. Nach 2 Meisterjahren irgendwie ist das ein bisschen auseinandergefallen, wo wir nicht da gut standen. Vor allem am Anfang der Rückrunde. Aber am Ende haben wir das noch irgendwie gerettet. Das war jetzt sportlich nicht das Allerbeste. Aber ich hatte danach auch die eine oder andere Verletzung, ein Kreuzbandriss oder auch eine Thrombose, was eher eine Erkrankung darstellte, wo ich auch jeweils 6 bis 8 Monate raus war. Das ist mit das Schlimmste, was ein Sportler erleben kann, ist, dass man nur noch zum Zuschauer verurteilt wurde. Und du hattest auch mal eine Mittelgesichtsfraktur. Was ist das denn? Ein Ellbogen in die Fresse, auf Sportsprache gesagt. Mittelgesichtsbruch, Jochbeinbruch. Also quasi hier ist noch eine Platte, die ich noch immer spüre. Und
Hier war einiges kaputt durch den Ellbogen, mit einer leichten Gehirnerschütterung dazu. Und das hatte ich nicht nur einmal, sondern auch noch ein zweites Mal in Frankreich. Ja, das kommt noch hinzu. Doch wieso habe ich das gerade nicht erwähnt als die schlimmsten Ereignisse? Naja, die haben 3 Monate gedauert. Und das ist in Anführungsstrichen dann noch eine relativ gute Verletzung. Da merkt man auch, wie dumm der eine oder andere Sportler ist. Aber wir lieben neben dem Sport und deshalb machen wir das auch gerne. Aber die Platte hast du noch drin, ja? Platte habe ich noch drin, genau. Ich habe gesagt, ich hatte jetzt wenig Lust, noch eine Operation einzugehen oder einen Eingriff, besser gesagt, um die Platte rauszuholen. Und der Arzt hat auch schon im Vorfeld gesagt, ja, eigentlich kannst du das machen, da sollte nichts bei passieren. Und ich komme auch immer durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen ohne Stress. Deshalb sehe ich keinen Nachteil dazu. Also machen wir uns nichts vor, du bist auf dem Weg zum Terminator. Die ersten Dinge sind schon eingebaut. Wäre lustig, wenn jemand mir mal die Gesichtshälfte zerkratzen würde, wie es dann darunter steht. Ich fürchte, es wäre nicht mein halbes Gesicht voller Titan, sondern tatsächlich nur hier ein kleines, kleines, kleines Metallteilchen. Oh Mann. Ich könnte mir vorstellen, bei all den tollen Kollegen, die du mit auf dem Platz hattest, dass trotz allem Mats Hummels immer noch einen besonderen Platz in deinem Herzen hat. Ganz besonders, ja. Also er hat mir ganz häufig auf Sportler gesagt, den Arsch gerettet. und nicht nur mir, sondern auch der Mannschaft. Er ist einfach ein herausragender Fußballer. Ich glaube auch ein extrem lieber Mensch und hat auch sicherlich einen sehr starken, positiven Einfluss auf meine Karriere gehabt. Von der Tatsache, dass wir sehr aufeinander zielen konnten. Also allein, wenn ich jetzt an eins der letzten Spiele dachte, wo er einmal ausgedribbelt wurde, was auch eher selten ist, da wusste ich irgendwie, ja, ich wäre für den da gewesen, da würde die Grätsche kommen. Und das Gleiche wusste ich halt auch, wenn ich mal ausgedribbelt werden würde, beziehungsweise konnte ich schon meinen Gegenspieler dahin locken, weil der Mats dann auch mich gut absichert. Und das ist sehr viel wert, ob im Sport oder im Leben einen Partner an der Seite zu haben, auf den man rechnen kann, das ist enorm viel, viel wert. Und ich glaube, in der Saison 2010, 2011 war jede Mannschaft, die gegen euch angetreten ist, so, oh nee, fuck. Jetzt sind auch noch Hummels und Subotic zusammen in der Abwehr. Und ihr wart ja die beste Abwehr der Liga. Ich glaube, in der Saison 22 Gegentore maximal. Ja, und gefühlt 10 zu viel. Aber ich glaube, für uns war es, ja, es war ein wundervolles Jahr. Und es hatte auch nicht nur mit uns zu tun. Am Ende musste Roman Weidenfeller auch immer wieder mal dazwischen kommen. Und die Leistung, also auch wenn das sehr diplomatisch klingt, ist tatsächlich so, dass wir jetzt nicht irgendwie alleine da verteidigt haben, sondern in einer herausragenden Mannschaft, wo für Verteidigung und auch das Füreinander einen sehr hohen, wenn nicht sogar den höchsten Stellenwert hatte. Dafür haben wir ab und zu mal auf einen wundervollen Kicker verzichtet, weil wir wussten, wir werden die Gegner eher bis zum K.O. laufen und dann das Spiel gewinnen, als jetzt die ja einfach kaputt spielen, wie die Bayern das tun. Ich meine, das waren aber auch Jahre mit dir, Jürgen Klopp, und dieser Sensationsmannschaft. Welchen dieser Tage dort würdest du denn am liebsten noch einmal erleben? Am liebsten noch mal erleben? Puh, ein bisschen philosophisch gedacht, aber ich weiß nicht, ob ich den nochmal erleben wollen würde, weil die Erinnerungen an etwas sind ja auch heilig deshalb, weil es nur einmal passiert. Ja? Und da nochmal durchzugehen, wer weiß, wie man da rauskommen würde. Ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, ist irgendwie nochmal eine Meisterschaft mit einer sehr besonderen, einzigartigen Geschichte obendrauf. Und ich habe mich damals gewundert, es lief ja eigentlich gut. Und dann wurdest du ja zum ersten FC Köln ausgeliehen. Wie entsteht sowas? Ist das in Absprache mit dir oder wird dann so, hey, Nevin, gute Nachricht, nächsten Monat Köln? Nee, ich hatte einfach mit dem neuen Trainer, da kam kaum eine Möglichkeit zu spielen. Ja, mit der Dauer wurde für mich deutlich, ich war nicht der Sportler, der sich gerne auf eine Bank stellt oder in die Tribünen, sondern der am liebsten auf dem Platz steht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Köln gegangen bin, war ich auch vorher, ich glaube, 1-2 Monate verletzt und davor auch nochmal verletzt. Also hatte viele Verletzungen hinter mir und da war auch klar, dass wahrscheinlich die Möglichkeit, in Dortmund auf dem Platz zu stehen, erstmal sehr gering
war, auch dadurch, dass es gut lief, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und die Möglichkeit mit Köln hat sich dann ergeben. Die haben mit meinem Berater gesprochen, mein Berater mit ihnen, ich dann mit dem Trainer, ich mit ein paar Spielern, die dort gespielt haben. Und so lernt man sich kennen und dann auch die Entscheidung getroffen. Das war auch eine herausragende Rückrunde, weil wir das erste Mal, ich glaube, in 28 Jahren uns für Europa qualifiziert haben. Und bei wir meine ich in dem Fall für die Rückrunde natürlich auch den FC. Also auch da, ich habe es, glaube ich, auch damals ganz häufig gesagt, es war die beste Ausleihe des Jahres, denn wer kann sich schon irgendwo ausleihen und so ein Erfolgserlebnis haben. Das war also auch, hat auch weiterhin einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und es gibt so, so, so viele Geschichten bei dir. Deswegen ist es schön, 22 erscheint dein Buch, deine Autobiografie, Alles gegeben, warum der Weg zu einer gerechten Welt bei uns selbst anfängt. Und da hören wir natürlich am Titel schon, es geht nicht nur um Fußball. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Ja, es ist auch keine Autobiografie. Das steht auch nicht oben drauf, sondern es ist vielmehr ein Buch, in welchem ich auch meine Perspektive über das Leben, wie ich es gelebt habe, mit den Lektionen, die damit verbunden sind und auch die Menschen, die mich da geprägt haben, erzähle, erkläre, in der Hoffnung, dass man damit auch etwas für sein Leben mitnehmen kann. Ich bin dazu gekommen, weil in den letzten, ich weiß nicht, 10 Jahren gefühlt, jeder gesagt hat oder viele gesagt haben, man sollte mal ein Buch schreiben, weil meine Geschichte einerseits als jemand, der schon nach Deutschland geflüchtet ist, vor dem Krieg in Jugoslawien, der in Deutschland dann groß geworden ist, aber dann nach Amerika gegangen ist, dann trotzdem noch es geschafft hat, Fußball zu spielen in Deutschland. Und das ist für Amerikaner wirklich schwer. Dass da einfach viel dabei ist. Und das natürlich gekoppelt dann auch mit der Entwicklung der Stiftung und auch sagen wir mal, die Rolle in der Gesellschaft, die dann ein Fußballer in meinem konkreten Fall auch eingenommen hat. Das war für viele interessant zu verstehen, wieso und wie sich das entwickelt hat. Das war dann auch meine Motivation, das zu schreiben mit Sonja Hartwig als Autorin, mich da auch wundervoll begleitet und geleitet hat. Daher, genau, ist es möglich, das auch im Juni 9. 2022 auch zu erwerben. Aber Vorverkauf steht jetzt schon an. Ich packe euch mal den Link in die Infobox, da könnt ihr dann zuschlagen. Du sag mal, du hattest ja das Angebot, für die bosnische Nationalmannschaft zu spielen, hast dich aber dagegen entschieden und bist dann für die serbische Fußballnationalmannschaft an den Start gegangen. Darf ich dich fragen, warum? Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich in Deutschland gelebt und zuvor 7 Jahre in Amerika gelebt, hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft damals auch angenommen, war auch in der Jugendnationalmannschaft von Amerika aufgestiegen. Das war für mich auch der Sprungbrett zum professionellen Fußball. Und als ich, ja, ich glaube, 18 oder 19 war die Entscheidung oder musste eine Entscheidung gefallen werden, denn FIFA-Statuten sagen, dass wenn man einmal einen Einsatz einer Sekunde oder mehr für eine A-Nationalmannschaft geführt hat, dann ist man gebunden für immer und ewig an die Nationalmannschaft. Somit ist das eine sehr große und wichtige Entscheidung. Und meine Eltern sind Serben, die in Bosnien leben. Bosnien ist ein föderaler Staat mit zwei Teilen, die Föderation, wo vor allem Bosniaken, also auch vor allem bosnische Muslime und auch Kroaten zum Teil dann auch leben und der andere Teil, das andere Bundesland sozusagen in Bosnien ist die Serbische Republik. Ja, und meine Eltern kommen aus der Serbischen Republik, die zwar in Bosnien ist, aber ja, wie der Name schon verrät, eher serbischer ethnischer Herkunft daher stammt. Und diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, war sozusagen zurück zu den Wurzeln, auch eine Kennzeichnung dafür, dass ich natürlich von meinen Eltern und Großeltern abstamme und obwohl ich zum Teil auch Deutscher war, zum Teil auch Amerikaner und zum Teil auch Serbe, habe ich diese Entscheidung dann eben
für das getroffen, was vor allem mein Upbringing, also meine Erziehung betroffen hat, womit ich auch natürlich Werte von dem Ganzen abgeleitet habe. Wie ist denn dein Gefühl, so Stichwort WM Katar? Das ist eine sehr interessante Frage und ich kann sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Deshalb bin ich in Berlin auch, um genau das zu diskutieren bei 13 Fragen bei CTF. Und es ist schwierig. Also einerseits als Mensch und als Fan finde ich es nicht nur, was Katar betrifft, sondern vor allem, was die FIFA betrifft, einfach extrem korrupt. Das wusste man schon vor der WM. Ne? Das haben wir auch natürlich zur Kenntnis genommen während der WM 2006 in Deutschland, dass es da nicht mit sauberen Sachen zu sich ging. Jetzt in Katar ist das erneut der Fall. Deshalb bin ich da zum Teil wenig überrascht, was gewissermaßen auch ein ich glaube, Wermutstropfen ist in der Hinsicht, als dass Korruption schon zum Tagesgeschäft dazugehört. Und das bei einem wundervollen Sport und vorbildlichen Sport wie Fußball finde ich einfach schade, als Fan und Sportler auch an sich. Dann gibt es einfach die rein sportliche Seite, die natürlich da ist. Sport ist da, um Menschen miteinander zu verbinden und eigentlich unabhängig davon, ob das in Katar, China oder Kanada dann stattfinden sollte. Am Ende geht es um den Sport und der Sportverein. Der Sport ist eine Sprache für sich und auch wahrscheinlich einer der wichtigsten Kulturgüter, die wir geschaffen haben in den letzten Jahrhunderten, die uns auch vereint. Denn alle spielen auf dem gleichen Platz, ja, und mit dem gleichen Ball und mit den gleichen Regeln. Das ist schon ein Vorbild für beispielsweise die Weltwirtschaft, die sich die ganz nach anderen Regeln verläuft. Deshalb finde ich das Turnier an sich, unabhängig von dem Ort, sehr wertvoll. Und jetzt das in Verbindung mit den Bauarbeiten und auch zum Teil unabhängig von den Bauarbeiten, ich glaube Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Tote in Katar, die hauptsächlich aus Pakistan oder auch Indien oder auch Nepal abstammen, dass diese unaufgeklärt bleiben, das finde ich unakzeptabel und das ist auch für mich eigentlich der Grund, wieso ich sagen würde, für mich als Sportler und Fan würde ich da nicht zwingend teilnehmen oder mir das auch anschauen und derartig unterstützen. Das ist so ein bisschen die Kluft, in der wir uns befinden, dass zwischen Korruption und bei der FIFA gewisse Menschenrechte, die missachtet werden, wir jetzt in so einer Situation sind, in der es debattiert ist. Was noch, glaube ich, eine wichtige Perspektive ist, ist, dass vor allem in Europa es sehr leicht zu verurteilen ist, wenn woanders etwas sehr dramatisch schlecht läuft. Und das ist auch wichtig, dass man das zur Kenntnis nimmt und auch beleuchtet und diskutiert und debattiert und nicht zur Seite schiebt. Doch das tun wir ganz häufig, wenn es zum Nahen Osten geht oder wenn es nach Afrika geht oder wenn es nach Asien geht. Ja, ist eigentlich schon unabhängig, wohin. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Denn wenn wir wieder zurückkommen auf den Sinn der Sache, ist ja alle auch fair zu bewerten, auch wenn es um bei Kritik geht. Und da tun wir natürlich denen keinen Gefallen, indem wir beispielsweise auf Amerika schauen. An den meisten Kriegen einfach beteiligt sind oder diese anfeuern, vielleicht auch versuchen, tatsächlich auch authentisch einen Frieden zu stiften, aber auf dem Weg dahin Hunderttausende von Menschen ums Leben kommen, das dann einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja nee, das ist gut vermarktet, deshalb wird das nicht hinterfragt, das finde ich pauschal falsch. Und deshalb ist das, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass bei aller Kritik, die gerechtfertigt ist an Katar, wir nicht nur dann kritikfähig sind beziehungsweise Kritik äußern, wenn es uns was sehr leicht fällt, sondern auch Selbstkritik üben, auch in diesem Fall, wenn man bei uns dann auch sagt, die westliche Welt oder die nordwestliche Welt beziehungsweise Europa und Amerika an sich.
Ein Mann, der Klartext spricht und Gutes für die Welt tut. Ich freue mich, dass er zu Gast war in der Web-Talkshow. Neven Subotic, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wir haben es gehört, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun, und zwar von allen. Das heißt nicht, dass du dich hinsetzen kannst und sagst, ja komm, das wird schon irgendjemand machen. Irgendjemand kümmert sich immer. Nein, weil andere glauben das auch. Du musst mit anpacken, allein, um Vorbild zu sein, damit andere sagen, das hat mitgeholfen, da bin ich natürlich auch mit dabei. Also sei mit dabei. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, zur nächsten Web-Talk-Show. Und jetzt die Abschlussworte von Neven. Bis dann. Meine Lieblingssendung ist South Park. Und wieso? Weil es einfach brutal ehrlich und es schafft eine neue Perspektive auf die heutige Gesellschaft, in der viele Sachen, die wir nicht thematisieren oder auch übertreiben, nochmal sehr kritisch und zum Teil auch lächerlich beleuchtet werden. Deshalb kann ich das jedem empfehlen, der auch einen Sinn für dunklen Humor hat. Ich liebe South Park. Ja, South Park ist das Beste.